Ich rufe auf den Einzelplan 10 Staatsgerichtshof. Hier ist keine Redezeit angemeldet worden. Und das führt dazu, dass ich jetzt aufrufe den Einzelplan 11 Hessischer Rechnungshof. Auch hier ist keine Redezeit angemeldet. Und das heißt, ich darf zum Schluss aufrufen den Einzelplan 15 Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Und das ist ein grün geführtes Ministerium. Das bedeutet, die Rednerreihenfolge ist SPD, CDU, AfD, Bündnis 90 Die Grünen, Freie Demokraten, Die Linke fraktionslos und die Landesregierung. Und insoweit darf ich als erster Rednerin erteilen der Kollegin Dr. Sommer das Wort. So, Frau Dr. Sommer, das will ich vielleicht auch noch nachrichtlich mitteilen. Die SPD hat 8 Minuten angemeldet. Bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen Personal, Menschen und kluge Köpfe, ganz egal, ob im Wissenschafts- oder in der Kulturbranche, in den Musikschulen, in den Hochschulen, beispielsweise für verbesserte Betreuungsrelationen, für die Umsetzung der Digitalisierung oder der Nachhaltigkeit an Hochschulen. Und wir brauchen auch mehr Plätze, um mehr Sozial- und Bildungsberufe auszubilden und mehr Lehrkräfte zu gewinnen, aber auch mehr Medizinstudienplätze, um den Mangel in verschiedenen Fachdisziplinen wie der Allgemeinmedizin, der Kinder- und Jugendmedizin, dem ÖGD, über den wir diese Woche schon diskutiert haben, wirklich entgegenwirken zu können. Wir wissen, dass die derzeitigen Plätze dem Ersatz sowie dem Erweiterungsbedarf nicht gerecht werden und in Zukunft umso weniger. Deswegen fordern wir mehr Studienplätze in der Sozialpädagogik, in den Bildungsberufen, im Rahmen vom Hessen-Stipendium, beim Studium Plus, um beispielsweise unter anderem auch mehr Bauingenieure auf den Markt zu bringen. Aber das reicht eben nicht, sich nur darum zu kümmern, genügend Personal zu akquirieren. Es braucht eben auch gute Rahmenbedingungen, das heißt gute Arbeitsbedingungen, meine Damen und Herren. Hier macht es sich die Hessische Landesregierung immer wieder einfach. Die Verantwortung wird von sich gewiesen. Das sollen andere bewältigen. Aber so einfach lassen wir sie nicht aus ihrer Verantwortung, meine Damen und Herren. Denn gute Arbeitsbedingungen sind das A und das O. Sie können die Arbeitsbedingungen als Dreh- und Angelpunkt nicht ignorieren, sonst befördern Sie das Brain Drain. Wissenschaft und Forschung sind der entscheidende Schlüssel für die Gestaltung unserer Zukunft und unserer Gesellschaft. Und gute Lehre und Forschung an unseren Wissenschaftsstandorten erfordern nun einmal motiviertes und qualifiziertes Personal. Gute Beschäftigungsbedingungen sind hierfür unabdingbare Voraussetzungen, meine Damen und Herren. Gerade weil Hessen weiterhin bundesweit Schlusslicht bei den Betreuungsrelationen ist, der Anteil unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse seit 2015 stagniert und das Abschneiden bei der Exzellenzinitiative leider auch wenig exzellent ist, braucht es weniger leere Worthülsen und eher eine strikte Umsetzung des Kodex für gute Arbeit, damit wir als Hochschulen von Hessen auch als gute und familienfreundliche Arbeitgeberin in Erscheinung treten. Aber nicht nur an den Hochschulen braucht es gute Arbeitsbedingungen, auch in anderen Bereichen. Ich möchte da noch einmal die Universitätskliniker nennen, unter anderem das UKGM. Sie wissen von der Arbeitsverdichtung, der Bürokratie, Personalmangel, hohe Ausfallzeiten, etliche Überstunden, Überlastungs- und Risikoanzeigen und auch die Kündigungen, von denen wir in der letzten Zeit vielfach hören mussten. In der letzten Debatte im November hat die Landesregierung beteuert, dass man sich kümmere, dass man Gespräche führen.
Scheinbar ohne positives Resultat. Denn bislang merken die Beschäftigten leider nichts davon, meine Damen und Herren. Deswegen wiederhole ich erneut, es braucht keine leeren Phrasen, sondern Taten. Und da unsere Gesetzesentwürfe beispielsweise zu den Personalmindeststandards, um auf Stationen patientenorientiertes Arbeiten zu schaffen, von Schwarz-Grün immer wieder abgelehnt wurden, beantragen wir in diesem Haushalt 2022 eine Ombudsstelle am UKGM. Als unabhängige Beratungs- und Beschwerdestelle sollen sich Beschäftigte, aber auch Patientinnen und Patienten bei Konflikten zur Schlichtung an diese Stelle wenden können. Und wir hoffen uns natürlich mit dieser Ombudsstelle Abhilfe und natürlich auch eine Stärkung der Arbeitnehmerinneninteressen und hoffen, dass wir da beitragen können. Wir sehen es als Chance quasi, aufzuklären, zu gucken, wie kann man die miserablen Zustände in der Pflege, die Überstunden, die Überlastung und vor allen Dingen auch die verhärteten Fronten zwischen den Beschäftigten und der Hausspitze, aber auch die intransparente Rolle des Ministeriums angehen und da einfach für alle, für die Beschäftigten, aber vor allen Dingen auch für das Wohl und die Gesundheit der Patientinnen und Patienten das Beste ermöglichen, meine Damen und Herren. Hier gibt es so viele Probleme und bislang eben noch keine adäquaten Lösungen. Mein Petitum bleibt deswegen: Schaffen Sie gute Arbeitsbedingungen. Verhindern Sie das Brain Drain, damit Beschäftigte in Hessen tätig sind, und zwar gerne, und nicht abwandern. Investieren Sie, damit Hessen wieder vorn und nicht, wie bei den Betreuungsrelationen, bei der Exzellenzinitiative oder beispielsweise auch der Studienerfolgsquote, abgeschlagen hinter vielen anderen Bundesländern verweilt. Investieren Sie in Personal, investieren Sie in Arbeitsbedingungen. Das sind Investitionen für die Zukunft und auch in die Lebensqualität. Das kommt nicht nur den Beschäftigten zugute, sondern uns allen und dem ganzen Land Hessen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Nächster Redner ist der Abgeordnete Andi Hofmeister für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Der Einzelplan 15, wie es traditionell so ist, kommt zum Ende der Lesung der einzelnen Einzelpläne. Ich wiederhole meine Anregungen in Richtung der parlamentarischen Geschäftsführer. Vielleicht kann man ja ab und zu mal ein bisschen abwechseln, vielleicht ein bisschen würfeln. Dann kommen wir mit Wissenschaft und Kunst mal ein bisschen früher in der Debatte. Ich glaube, das käme den Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausschuss sehr entgegen. Nehmen Sie es als Wunsch mit. Kurz vor Weihnachten darf man sich ja auch mal was wünschen. Meine Damen und Herren, der Einzelplan 15 des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst in Verbindung mit den Bauprogramm im Einzelplan 18 ist ein absoluter Zukunftshaushalt. Das wird allein dadurch deutlich, wenn man sich mal die Summe anschaut. Für Wissenschaft, Kunst und Kultur 3,5 Milliarden ist ein bedeutender Anteil am Gesamtanteil des Landeshaushaltes. Und wir sichern damit die Grundlage für Innovation, für Fortschritt durch eine attraktive Hochschul- und Forschungslandschaft. Und wir fördern die breit angelegte Kulturlandschaft. Und nicht zuletzt erhalten wir unser kulturelles Erbe als Verpflichtung gegenüber künftigen Generationen. Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Hessen ist ein beliebtes Land bei Studentinnen und Studenten. Das sehen wir über die ganzen Jahre hinweg mit Rekordquoten, die sich bei uns in den Hochschulen einschreiben. Und deshalb sage ich mal ein ganz herzliches Dankeschön
an die Verantwortlichen an unseren Hochschulen. Wir können stolz auf diese Leistung sein, die dort von Präsidien, von Professorinnen und Professoren, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleistet werden, damit eben die hessischen Hochschulen so beliebt sind, wie sie sind, und sich dort gerne junge Menschen auf ihren akademischen Bildungsweg begeben. Und ich will aus aktuellem Anlass auch besonders noch einmal Danke sagen, dass unsere Hochschulen trotz der Pandemielage möglichst viel Präsenzlehre und Normalität im Hochschulleben ermöglichen wollen. Das ist eine denkbar schwierige Herausforderung. Das Ministerium wird auch an dieser Stelle der Verantwortung gerecht, denn es ist ein dauernder Dialog mit den Hochschulen. Es gibt das Hybridsemesterkonzept als Grundlage für das, was an unseren Hochschulen dann ermöglicht wird. Dann muss man vor Ort natürlich schauen, was sich dann wirklich ermöglichen lässt, aufgrund räumlicher Gegebenheiten und Ähnlichem. Aber das ist eine große Leistung auf der einen Seite, was unsere Hochschulen dort erbringen, und auf der anderen Seite, das Ministerium ist dort im stetigen Dialog, um diesen Weg zu ermöglichen und möglichst viel Präsenz, gerade auch für die Studentinnen und Studenten zu ermöglichen, die relativ neu an den Hochschulen sind, damit die dort ankommen können. Aber, meine Damen und Herren, die Autonomie der Hochschulen ist für uns als CDU-Fraktion ein hohes Gut. Damit die Hochschulgemeinden ihr eigenes Profil, ihre eigenen Stärken entsprechend herausbilden können, nach unserer Auffassung hat sich das bewährt. Sie sind, unsere Hochschulen, attraktive Orte der akademischen Bildung, und sie sind einfach ein wichtiger Pfeiler für die Gewinnung von Nachwuchskräften für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft in Hessen und darüber hinaus. Sie sind auch wichtige Arbeitgeber und regionale Wirtschaftsfaktoren und prägend für die Sitzstätte. Und meine Damen und Herren, es ergibt sich natürlich logischerweise aus diesen Faktoren die vollkommen logische Verpflichtung des Landes, an der Seite der Hochschulen zu stehen und die erfolgreiche Weiterentwicklung im nationalen und internationalen Wettbewerb zu fördern. Und liebe Frau Kollegin Dr. Sommer, wir haben das ja schon einige Male ausdiskutiert, natürlich wird diese Landesregierung ihrer Verantwortung gerecht, und sie macht es sich nicht einfach, sondern stellt sich den einzelnen Herausforderungen in einer sehr heterogenen und herausfordernden Hochschullandschaft. Und ich höre ja die Rufe der Opposition nach mehr, mehr, mehr. Ich höre sie wohl, allein mir fehlt der Glaube. Es braucht den Blick auf das Machbare im Gesamthaushalt und einen klaren Schwerpunkt. Und diese liegen unzweifelhaft auch im Einzelplan 15 für Wissenschaft, Kunst und Kultur und natürlich auch für die Forschung. Also insofern, diese Debatte haben wir jedes Jahr, aber Sie können beim genaueren Blick auf den Haushalt sehen, wir werden unserer Verantwortung gerecht als Koalition von CDU und Grünen und mit dieser Landesregierung. Und natürlich ist ein großer Schritt gewesen, nachdem wir schon zuvor den Hochschulpakt 2016 bis 2020 mit einem Umfang von 9 Milliarden Euro hatten, dass nun der Hochschulpakt 2021 bis 2025 in Kraft ist, mit einem Volumen von 11,2 Milliarden Euro. Allein für 2022 bedeutet das eine Steigerung von rund 75 Millionen Euro. Heureka ist fortgeschrieben bis 2031, ein beispielloses Programm bundesweit mit einer Verlässlichkeit für unsere Hochschulen. Sie wissen, wann sie was umsetzen können an baulichen Maßnahmen. Das ist nicht selbstverständlich, sondern es ist hessische Politik, die wir hier sehr erfolgreich durchführen. Wir setzen im Koalitionsvertrag die Maßnahmen oder die Maßnahmen aus unserem Koalitionsvertrag um. Es gibt in 2022 60 weitere W-Stellen für Professorinnen und Professoren, um die Betreuungsrelation eben entsprechend zu verbessern, sowohl an Universitäten als auch an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Wir etablieren einen wissenschaftlichen Mittelbau an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Das bedeutet ein Mehr in 2022 von 8 Millionen Euro. Und meine Damen und Herren, die Digitalisierung ist natürlich in unserem täglichen Leben in allen Lebensbereichen zu entdecken und berührt uns überall. Und als Innovationsträger sind unsere Hochschulen dabei von entscheidender Bedeutung, um eben die Chancen des digitalen Wandels voranzutreiben und Zukunft zu gestalten. Und mit dem Digitalpakt Hochschulen stehen in 2022 hier insgesamt 30 Millionen Euro zur Verfügung. Hervorzuheben ist hier sicherlich das Hessische Zentrum für Künstliche Intelligenz unter Einbindung von 13 unserer Hochschulen. Auch das ist ein besonderer hessischer Weg, der zeigt, man nimmt die Hochschulen mit auf einem Weg, in dem Fall im Bereich der Digitalisierung. Und es ist dort eine große Einigkeit, dass wir wissen, dass wir mit diesem Weg etwas erreichen können, nämlich eine Dynamik in diesem Bereich, dass eben die Stärken der verschiedenen Hochschulen eingebracht werden und am Ende wir dort bedeutende Schritte erleben werden und Innovationen, die unserem ganzen Land und darüber hinaus helfen werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Löwe
Das Forschungsförderprogramm wirkt seit nunmehr 13 Jahren. Mittlerweile ist etwa 1 Milliarde Euro darüber bereitgestellt worden. Und es ist hier im Hause immer wieder mal in Zweifel gezogen worden, ja, ob das was bringt und ob die Erfolge da so wirklich sichtbar sind. Ja, sie sind es. Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen in Hessen nahmen oftmals ihren Anfang durch die Löwe-Förderung. Die Innovationskraft und der Transfer von Wissenschaft zur Anwendung werden durch die Förderlinien zuverlässig gestärkt. Löwe-Zentren widmen sich auch Themenfeldern, welche vielleicht nicht sofort im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Interesses stehen, jedoch von hoher Relevanz im internationalen Kontext sind. Ich will mal exemplarisch hier nennen das Löwe-Zentrum Druid, welches als Konsortium der Philipps-Universität Marburg, der Justus-Liebig-Universität Gießen, der Goethe-Universität Frankfurt, dem Paul-Ehrlich-Institut, der Technischen Hochschule Mittelhessen und des Fraunhofer-Instituts für translationale Medizin und Pharmakologie Frankfurt vernachlässigte Tropenkrankheiten und durch Armut ausgelöste Infektionskrankheiten erforscht. Im Zeitalter der Globalisierung wird hier zukunftsgerichtet gearbeitet, um Armutskreisläufe zu durchbrechen und Lebensumstände in anderen Regionen der Welt durch bessere medizinische Ansätze zu verbessern. Das ist wirkliche Forschungsarbeit, wie wir sie uns wünschen, und die sind maßgeblich durch Löwe ermöglicht worden und werden auch weitergeführt. Und das ist ein hervorragendes Beispiel für dieses Programm. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, auch exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler profitieren von den Fördermöglichkeiten und können ihre Forschungsstärke national und international noch stärker zur Geltung bringen. Und ja, wir wollen natürlich die Strahlkraft unserer Hochschulen im besten Sinne noch erhöhen. Stichwort Exzellenzstrategie. Aber auch dem Thema haben wir und widmen wir uns weiterhin gemeinsam mit den Hochschulen in Frage eines Strategieprozesses, damit sich die Universitäten entsprechend für die Exzellenzstrategie aufstellen können. Und am Ende bin ich mir sehr sicher, dass das auch seine Wirkung zeigen wird. Und Erfolge in der Forschung und in entsprechenden Wettbewerben sind von der Politik glücklicherweise nicht anzuordnen. Aber die Unterstützung auf dem Weg zu den Erfolgen leisten wir. Davon bin ich fest überzeugt, meine Fraktion ebenso. Und meine Damen und Herren, gerade heute können wir uns darüber freuen und dazu gratulieren, dass drei Forscherinnen und Forscher hessischer Universitäten mit dem Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet wurden. Die Auszeichnung mit dem Deutschen Nobelpreis steht exemplarisch für die Spitzenleistungen in unseren Hochschulen. Ich sage herzlichen Glückwunsch an die drei Wissenschaftler. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum finanziell zwar kleineren, aber auch bedeutenden Teil Kunst und Kultur will ich auch noch einige Ausführungen machen. Die Corona-Pandemie führt uns mittlerweile seit fast 2 Jahren vor Augen, was uns im täglichen Leben fehlt, wenn Kunst und Kultur in all ihrer Vielfalt nicht im gewohnten Umfang oder teilweise gar nicht erlebt und präsentiert werden können. Es trifft Künstlerinnen und Künstler, Einrichtungen aller Sparten im haupt- und ehrenamtlichen Bereich. Die Kulturpakete und weitere Programme des Bundes und des Landes konnten die schlimmsten Wirkungen abgefedert werden. Aber dennoch ist die Sehnsucht auch in diesem Bereich groß, Kunst und Kultur wieder unbeschwert leben und erleben zu können. Und deshalb richten wir jetzt den Blick auch in die Zukunft. Wir schauen nach vorn. Die Strukturen müssen nachhaltig gestärkt werden. Der laufende Masterplanprozess wird dabei einen wichtigen Anhalt geben. Auch dort muss man natürlich sagen, durch die Pandemielage ist das Vorankommen dort ein Stück weit erschwert, weil der Austausch nicht so möglich ist. Aber wir setzen darauf, dass dieser Dialogprozess in der Fläche unseres Landes den Kunst- und Kulturbetrieb für breite Teile der Bevölkerung noch greifbarer und erlebbarer macht, dass Künstlerinnen und Künstler passgenauer unterstützt werden und sich besser vernetzen können. Und die Pandemie hat die Digitalisierung ohne Zweifel in vielen Lebensbereichen vorangetrieben und wollen dies auch im Kulturbereich unterstützen, sodass in 2022 insgesamt 2,7 Millionen Euro zur Verfügung stehen werden. Unsere Staatstheater erhalten jeweils einen Digitalmanager, und auch unsere weiteren Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst erfahren eine klare Stärkung im Bereich der Digitalisierung. Und nicht zuletzt stehen wir selbstverständlich auch zum Erhalt unseres so reichen und wertvollen kulturellen Erbes. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erhöhen die Förderung öffentlicher Musikschulen auf insgesamt 3,6 Millionen Euro in 2022. Und dabei ist uns sehr bewusst, dass es noch größere Schritte braucht. Dazu sind wir in engem Austausch mit dem Verband der Musikschulen Hessen. Aber auch hier in diesem Hause finden ja entsprechende Gespräche statt. Und ich glaube, dort können wir gemeinsam einen Weg schaffen, der den öffentlichen Musikschulen nachhaltig helfen wird. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss, schenke die restliche Zeit. Wir hatten zwar nur 8 Minuten angemeldet, aber ich glaube, es war noch ein bisschen mehr übrig. Von daher mache ich jetzt auch dann wirklich, dass wir dann langsam in den Feierabend kommen. Wissenschaft und Kunst, Forschung, Kultur nehmen für die Hessische Landesregierung, wie sie tragen, Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen, eine hohe Bedeutung ein.
Das zeigt sich im Einzelplan 15. Wir gehen als Koalition aus voller Überzeugung den Weg, um Hessen als starkes Wissenschafts- und Kulturland in der Mitte Deutschlands und Europas weiter erfolgreich zu gestalten. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Abend. Ja, lieber Kollege Andi Hofmeister, vielen Dank. Also, Sie hatten 8 Minuten, um genau zu sein, angemeldet, haben jetzt fast 12 Minuten gesprochen, haben, ja, aber ich wollte ihn jetzt nicht reizen, weil in Wirklichkeit hat die CDU noch 10 Minuten Redezeit. Also deswegen, er war schon gnädig mit uns. Gut, jetzt rufe ich auf, wer ist denn der Nächste? Ja, Dr. Grobe für die Fraktion der AfD. Bitte schön, Sie haben das Wort und Sie haben angemeldet 10 Minuten. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Wenn ich den Haushaltsplan des Wissenschafts- und Kunstministeriums beurteilen muss, komme ich seit 3 Jahren nicht aus dem Staunen heraus. Denn hier werden öffentliche Steuermittel nicht nur für obskure, sondern auch für rein politisch-ideologische Zwecke mutmaßlich missbraucht. Der grüne Haushalt ist nichts anderes als ein Wolkenkuckucksheim. Denn vieles ist nicht nur unrealistisch, nein, es schadet auch der Allgemeinheit. Doch weder die Opposition mit Ausnahme unserer Alternativen für Deutschland noch die CDU als Koalitionspartner der Grünen stört sich an den Fantasieprodukten. Denn irgendwie profitiert jeder dieser Fraktionen direkt oder indirekt von dem warmen finanziellen Regen, der wie Manna vom Himmel fällt. Und obwohl unser Staat nicht nur durch die Corona-Krise, sondern auch davor bereits wirtschaftlich schwächelte, wird nicht gegengesteuert, sondern die Subventionierung weiter ausgebaut. Denn viele dieser Steuergelder dienen nur zur Besänftigung einzelner Klientelgruppen. Man könnte es auch Filz nennen. Dies lehnen wir ab und setzen zum wiederholten Male zum Wohle der hessischen Steuerzahler den Rotstift an. Als einzige Fraktion fordern wir nämlich die Einsparung von über 10,7 Millionen Euro im Einzelplan 15. Wir hätten gerne, vielen Dank, wir hätten auch gerne mehr eingespart, wie die zusätzlichen Aufwendungen, die Sie unter dem Schlagwort Coronavirus-Pandemie subsumieren. Denn diese haben rein gar nichts mit Corona zu tun, wie die Förderung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz im hessischen Hochschulbereich deutlich zeigt. Allein diese grüne Klientelmaßnahme schlägt für die Jahre 2022 und 2023 mit über 24 Millionen Euro zu Buche. Aber hier haben Sie wohl in weiser Voraussicht auf das für Sie negative Sondervermögen frühzeitig reagiert und sich diese Aufwendung bereits vorher für die nächsten Jahre absegnen lassen. Auch möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass Frau Ministerin Ihrer Universität Marburg davon einen, den größten Batzen zukommen lassen hat. Dass grüner Klimaschutz keine Stromkostenersparnis bringen wird und die Hochschulhaushalte weiter ansteigen lässt, wird sich bald zeigen. Neben den vorhergesehenen Einsparungen würden wir auch gerne Studiengebühren wieder einführen, hier nur für Nicht-EU-Ausländer, etwas, was das grün-schwarz regierte Baden-Württemberg seit 2017 erfolgreich umsetzt. Doch obwohl dieser Vorschlag jährlich knapp 62 Millionen Euro Mehreinnahmen für hessische Hochschulen bedeuten würde, lehnen alle anderen Fraktionen dies ab, und das, ohne sich einmal nur mit ernsthaft damit beschäftigt zu haben. Die Hochschulen und ihre Angehörigen wissen nun Bescheid, wer sich aus populistischen Gründen gegen die Sanierung von Hochschulen, die Verbesserung von Betreuungsrelationen und Studienerfolgen sowie der Qualität des Studiums ausspricht. Denn das alles hätte man mit den zusätzlichen Millionen bewegen können, doch sie alle wollten das nicht. Meine Damen und Herren Abgeordnete, in Deutschland und Hessen meint man, man müsse gerade die Kunst zu 80-90% staatlicherseits finanzieren, anders in Großbritannien und den USA. Beide demokratischen Staaten wenden deutlich weniger Mittel auf als Deutschland. So beträgt in den USA der staatliche Anteil an den gesamten Kulturausgaben rund 13%, private Spender finanzieren 43% und die Kulturbetriebe die restlichen 44%. Mit dem Ergebnis, dass es dort kein qualitativ schlechteres Theaterangebot gibt. Vielmehr zeigt sich, dass die dortigen Bürger gewillt sind, für gute Schauspielerei auch selbst tiefer in die Tasche zu greifen. Zudem hängen die Theaterbetriebe nicht am Tropf des Staates und sind somit nicht politisch abhängig. Lassen Sie mich es so sagen, nur in so einer Umgebung wohnt auch ein freier Geist.
Das sollten wir auch hier verinnerlichen. Anders in Hessen. Hier werden überwiegend gut situierte Theaterbesuche mit Steuergeldern subventioniert. Denn nur wenige Menschen aus mittleren und unteren Einkommensklassen nutzen das überdimensionierte und teilweise fragwürdige Angebot. Hessen sollte daher den Weg der marktorientierten Kulturförderung der angelsächsischen Länder folgen und die private Kulturförderung von Stiftern und Sponsoren anregen. Denn wir brauchen keine Hofpatronage, sondern mehr Freiheit. Andererseits sollten wir auch beim Denkmalschutz und der Denkmalpflege den Briten und US-Amerikanern folgen, die in diesem Bereich deutlich mehr investieren. Denn es geht um die Bewahrung des kulturellen Erbes, und das unterstützen wir. Setzen wir uns wieder für das Gemeinwohl ein und reduzieren insbesondere die Förderung im Bereich der politisch-ideologischen Kunst. Denn die Mehrheit der Hessen braucht keine politische Instrumentalisierung durch beispielsweise Soziokultur, das Frankfurt Lab Green Film, die KünstlerInnenförderung, La Prof, das Literaturforum Mosonturm, die Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung, die LAX oder den Fonds Sicherer Hafen. Wenn wir hier die Mittel komplett streichen, sparen wir fast 4,8 Millionen Euro und haben etwas für die geistige Erneuerung, für die Freiheit getan. Zudem sollten wir keine öffentlichen Gelder in Projekte stecken, die andere Gruppen diskriminieren oder benachteiligen. Denn dies widerspricht nicht nur dem Grundgesetz, sondern insbesondere Ihrem täglichen Gutmenschentum, oder irre ich mich? Aus diesem Grund sind die Landesmittel in Höhe von über 3,5 Millionen Euro für die 4 Studienkollegs vollständig zu streichen. Denn indem Bewerber mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung die Kosten für Sprach- und Fachkurse erstattet bekommen, müssen deutsche Bewerber diese im Vorhinein selbst tragen. Erkennen Sie hier keine Ungleichbehandlung? Auch der Hessenfonds für Flüchtlinge, der ein Volumen von 1,3 Millionen Euro hat, übervorteilt hessische Studenten und verletzt somit den Gleichbehandlungsgrundsatz. Es kann nämlich nicht sein, dass Flüchtlinge ohne die nötigen Fähigkeiten an hessischen Hochschulen studieren können. Daher lassen Sie uns diesen hohen Ausgabetitel einfach streichen. Sehr geehrte Damen und Herren, kommen wir nun zu den Hochschulen. Für uns als rohstoffarmes Land sind die Hochschulen zum wichtigsten Innovationstreiber für Wirtschaft und Gesellschaft geworden. Diese benötigen dringend unsere Unterstützung. Wie ich bereits bei der Novellierung des HHG gesagt hatte, müssen wir uns endlich wieder den Kernaufgaben zuwenden und uns von den hochschulischen Randthemen abwenden. Denn damit schränken wir immer mehr die Freiheit von Forschung und Lehre ein. Wenn wir zu den Exzellenzuniversitäten in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Sachsen aufschließen wollen, geht es nur, wenn wir uns wieder auf objektive Wissenschaft und nicht linksgrünen Hokuspokus konzentrieren. Gerade bei den Gender-Dingsbums-Studien handelt es sich um eine quasi religiöse Dogmatik, die zudem noch unnötig Steuergeld verschlingt. Hier ein paar hessische Gender-Gaga-Studien aus diesem Jahr. Modellversuch zur Radverkehrsförderung bei jugendlichen Mädchen, Kostenpunkt 23.000 Euro. Nicht nur, dass sie Mädchen nicht zutrauen, Fahrrad zu fahren, zeigt diese Studie deutlich auf, dass es sich nicht um Wissenschaft handelt. Eine andere Kostprobe, Weiblichkeit und Fleischkonsum, eine empirische Untersuchung zur Vergeschlechtlichung von Ernährungspraktiken. Dieses kostet nur 20.500 Euro, also fast geschenkt. Nur wer braucht das, Edeka oder Rewe? Die folgende Studie verbrennt fast 71.000 Euro Steuermittel komplett sinnlos. Geschlechterdifferenzierung in Krippen, eine ethnografische Studie im multikategorialen Kontext. Wer braucht diesen Unsinn? Aber unsere grün-schwarze Landesregierung kommt nicht ohne den Kampf gegen rechts aus. Dafür werden gerne 42.000 Euro aus dem Fenster geworfen. Denn mit der Studie Weiblichkeitskonstruktion und Vorstellung von Mutterschaft bei ProtagonistInnen der Rechten wird es keinen Erkenntnisgewinn geben, außerdem, dass die Anbeter der Gender-Glaubensgemeinschaft sich dumm und dämlich verdienen. Wobei die Frage, ob in diesem Zusammenhang dumm noch weiter gesteigert werden kann, tatsächlich mal eine Studie wert wäre. In Hessen gab das Wissenschaftsministerium in den Jahren 2020, 2021 über 1,3 Millionen Euro für Gender-Forschungsprojekte aus.
Heutzutage werden schon medizinische Forschungsanträge in Gendersprache abgegeben, weil die Forscher Angst haben, sonst, dass ihr Antrag abgelehnt wird. Und die Uni Kassel hält den Punkteabzug für Studenten, die nicht gendern, für zulässig. Soweit ist es schon gekommen. Und das, obwohl laut einer Umfrage des ZDF 71% der Deutschen das Gendern der Sprache ablehnen. Hier zeigt sich erneut, dass es sich um ein Umerziehungsprojekt handelt. Ich kann nur sagen, über Italien lacht die Sonne, über Deutschland lacht die Welt. Daher setzen wir wieder auf eine Eliten- und Exzellenzförderung, die ihren Namen verdient. Und wir brauchen eine qualitativ hochwertige Forschung und Lehre, insbesondere im MINT-Bereich und in der Humanmedizin. Aus diesem Grund fordern wir die Neuschaffung von Teilbudgets im Erfolgsbudget. Denn damit können wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken und den hessischen Hochschulen zu mehr Reputation verhelfen, und zwar national wie international. Schaffen wir daher die Teilbudgets, Internationalisierung und Gender komplett ab und überführen 80% des Geldes, also fast 22 Millionen Euro, in das Teilbudget MINT-Fächer, die restlichen 20%, fast 5,5 Millionen, investieren wir in das Teilbudget Humanmedizin. Nur wenn wir vor allem in diesen Studienfächern investieren, haben wir etwas davon, können möglicherweise auch wieder einen Nobelpreis gewinnen. Mit Gendergagger bekommen wir noch nicht mal einen Kochtopf geschenkt. Und dabei ist es unerheblich, ob männlich, weiblich oder divers. Wachen wir schnell auf und kehren wir wieder zurück zur Realität. Frau Ministerin Dorn, zum Abschluss. In Ihrer heutigen Pressemitteilung zitieren Sie Stalins Vorzeigeschriftsteller Maxim Gorki. Damit haben Sie erkennen lassen, wohin die Reise geht. Zu mehr Kulturmarxismus und Cancel Culture, aber nicht mit uns. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Grobe.